Heute ist der 5.3.2021. Ich habe mich jetzt 5 Tage nicht gemeldet. Obwohl das nicht ganz stimmt, weil ich gestern sehr wohl 2 Streams aufgenommen habe. Aber einen davon habe ich gelöscht. Und als ich den zweiten hochladen wollte, habe ich ihn auch irrtümlich gelöscht. Und irgendwie kann man da keine Videos zurückholen. Ich habe gestern erzählt, dass ich 3 Tage bei Sonja war. Das habe ich euch ja angekündigt. Und dass es so richtig cool war. Wir haben viel getratscht, waren oft rauchen, haben Computer gespielt, Schmuck gebastelt, haben viel Kaffee getrunken und uns echt gut verstanden. Ich habe hier einen Freund kennengelernt, der ist sehr sympathisch, aber wäre nichts für mich. Und den Bruder, der ist etwas komisch, aber naja, Brüder sind so, ich kenne das. Und also mal sind die 3 Tage oder die 2,5 Tage oder die 2 Tage eigentlich insgesamt, weil einen halben Tag am Dienstag, einen ganzen Tag am Mittwoch und einen halben Tag am Donnerstag. Also insgesamt 2 Tage auf 3 Tage aufgeteilt, sind schnell vergangen und ich habe mich echt wohl gefühlt und auch echt gut geschlafen. Komischerweise, obwohl ich auf der Couch geschlafen habe. Hast du deine Wurzel telefoniert? Na. Okay. Ich habe echt gut geschlafen und ich war nicht so müde wie zu Hause. Ich bin zu Hause den ganzen Tag müde, egal wie lange ich schlafe. Und bei Sonja war ich richtig ausgeschlafen und richtig gut drauf und so. Ich bin auch jetzt noch richtig gut drauf, weil mir das echt gezeigt hat, dass ich auch auswärts schlafen kann, ohne mir viele Sorgen zu machen. Und dass da nicht unbedingt was schieflaufen muss oder so. Und ich bin Sonja echt dankbar für die Einladung. Und wir haben schon gesagt, dass ich im Sommer nochmal bei ihr schlafe. Wie gesagt, das Ganze hat 100 € gekostet. Einmal hochtragen und einmal runtertragen. Das finde ich schon ein bisschen eine Frechheit. Aber naja. Man muss wahrscheinlich mit Unkosten rechnen, wenn man sowas machen möchte. Ich bin heute schon wieder ziemlich müde. Ich bin gerade von Christoph gekommen, habe noch Abend gegessen und mich jetzt ins Bett geschmissen. Und bei Christoph war es sehr interessant. Er hat sich impfen lassen, zumindest das erste Mal, und kann sich eigentlich nicht beklagen über die Impfreaktion. Er fühlt sich heute ein bisschen abgeschlagen, aber gestern ging es ihm gut, außer dass ihm der Arm wehtat, wo
die Impfung reinkam. Und sonst war eigentlich nichts. Wir haben darüber geredet, dass ich jetzt fast nach einem Jahr, wo der Hund nicht mehr lebt, mein Hund noch aber total vermisse. Und dass ich meinen ewig langen Kinderwunsch endlich so langsam begraben habe. Und dass aber der Wunsch nach einer Beziehung nicht so groß ist wie der Kinderwunsch. Und noch einige andere Sachen, aber die sind privat. Wir haben auch über Corona gesprochen. Und dass in Düsseldorf so viel los ist. Und wegen Corona und dass Christoph und ich uns schon testen lassen würden für einen Kaffeehausbesuch oder so. Und ja, so wie er mir das jetzt erklärt hat, wird irgendwo in der Steiermark oder so eine kleine Stadt werden die Kaffeehäuser geöffnet und man will schauen, ob die Erkrankungen exorbitant steigen als Testobjekt und dann das auf größere Städte ausweiten, wenn das nicht der Fall ist. Es kann aber auch sein, dass ein Lockdown kommt nach Ostern. Aber so genau weiß das noch keiner. Sonst gibt's nicht viel Neues. Und ich werde heute auch nicht eine halbe Stunde streamen, weil ich noch meine Mutter anrufen möchte. Und es sonst zu spät wird. Ich bin wie gesagt dankbar für die Erfahrung, die mir Sonja gegeben hat, dass ich nicht ein zu Last fallender Mensch bin und dass kleine Probleme gelöst werden können, wenn ich auswärts schlafe. Und dass es nicht so ein großes Problem ist, wie ich anfänglich gedacht habe. Und Daniel war auch da. Der war gleich 4 Stunden da. Ja. In 2 Wochen am Donnerstag bin ich wieder bei Christoph um 16 Uhr. Ja. Und das war so ziemlich alles, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines. Ja.